dann fangen wir mal mit deinen Fragen an, mein Kleiner. Die erste Frage: Wie war deine Jugendzeit in Hummelsbüttel? Ja, ganz entspannt, ne? Ich glaube, zweimal die Woche Training. Bisschen rumgekickt mit den kleinen Kids da. Ja, das war's eigentlich. Ja, okay. Was ist deine Lieblingsposition? Die Außenbahn, also Verteidiger. Rechts, links ist egal. Okay. Ja. Nicht vorne? Vorne geht auch. Aber? Aber ich bin Gesetzer jetzt, Außenverteidiger. Ja. Achso, okay. Wann hattest du deinen ersten Kuss und wie kam es dazu? Boah. Erster Kuss? Ich weiß gar nicht. Ich glaube mit 12, wie ich meine erste Freundin hatte. Ja. Okay. Und wie hieß sie? Ist egal. Ja, sag doch. Nein. Ja, egal. Ey, wenn die Lüge. Warum liegst du dir egal? Ich lüge nicht. Wieso soll ich lügen? Hast du Rituale vorm Spiel? Nein. Achso, also ziehst dich einfach an und gehst raus. Ja. Stabil. Bist du schneller als Ito? Auf jeden Fall. Okay, das kann ehrlich sein. Kommen wir mal zu einer nächsten schwierigen Frage. Was ist dein blödester Anmachspruch, den du hast? Gibt's keinen. Sag mal einen, den du kennst. Ich kenne keine blöden Anmachsprüche, weil ich die nicht mache. Dann sag einen guten. Damit du von mir die klaust, oder was? Nein. Ich hab genug selber. Nee, lass mal. Okay. Tut mir leid, liebe Fans. Könnt ihr nichts von ihm lernen. Bleib geheim. Wer ist der technisch versierteste Mitspieler beim HSV? Da würde ich schon sagen, Luis hat auch gute Technik. Chris Morris auch. Ito auch. Gibt eigentlich viele. Ja. Das fände jetzt sie, wo ich das sagen würde. Ohne Santos? Doch, ja, Dugi auch natürlich. Und du? Und ja, egal, mach weiter. Warum hast du Nummer 27? Das ist eine gute Nummer, hat David Alaba, ist auch Linksverteidiger, so wie ich. Würde ich mal sagen, passt. Also ist er dein Vorbild? Das jetzt nicht, aber ist auf meiner Position. Okay. Kommen wir auch schon zur letzten Frage, die es hier gibt. Was war dein schönster Moment im HSV-Trikot bis jetzt? Ja, mein Debüt zu machen für den HSV. Ja. Okay. Liebe Fans, ich bedanke mich für die Fragen oder wir. Und natürlich könnt ihr auch was gewinnen. Unter dieser E-Mail könnt ihr 2 Tickets gegen Darmstadt bekommen. Ich wünsche euch frohe Weihnachten.